Das städtische Stadion an der Grünwalder Straße ist das drittgrößte Fußballstadion Münchens und wird heute unter anderem von der ersten Mannschaft des TSV 1860 München genutzt. Bereits 1911 pachtete Wilhelm Hilber, Vizepräsident des damaligen TV 1860, den bis dahin landwirtschaftlich genutzten Platz, auf dem später das Stadion entstand, von der Familie Peter. Der Sportplatz an der Grünwalder Straße wurde 1911 für 14.000 Mark gebaut. Am 23. April 1911 fand das erste Spiel auf dem Sechskerplatz statt. 1860 besiegte den MTV 1879 mit 4:0. Die offizielle Eröffnung als Sportplatz des Turnvereins München von 1860 an der Grünwalder Straße 10 fand am 21. Mai 1911 im Rahmen des Leichtathletik-Städtekampfes zwischen München und Berlin statt. Im Herbst 1916 wurde das Gelände durch das Kriegsministerium gesperrt, da von einer Pulverkammer nördlich des Sportplatzes Explosionsgefahr ausging. Im Oktober 1917 wurde die Sperre unter Auflagen aufgehoben. Im Frühjahr 1922 kaufte der TSV 1860 das bislang gepachtete Grundstück für 700.000 Mark. Im Sommer 1926 wurde die Kapazität des Stadions auf 25.000 Zuschauer vergrößert und am 10. Oktober 1926 beim Spiel des SV 1860 gegen den VfR Fürth eingeweiht. Die Fachzeitschrift Der Fußball bezeichnete das Stadion, das von 1927 an den Namen des Vereinspräsidenten Heinrich Zisch trug, als Deutschlands schönste Vereinssportanlage. Um steigende Schulden und laufende Betriebskosten begleichen zu können, vermietete der TSV 1860 das Stadion an andere Vereine und Organisationen. Neben 1860 spielten ab 1926 auch der FC Bayern und der FC Wacker und der Deutsche SC an der Grünwalder Straße. Am 23. Juli 1937 kaufte die Stadt München das Stadion. Das Stadion wurde an vielen Stellen ausgebessert und am 13. August 1939 als städtischer Sportplatz an der Grünwalder Straße wiedereröffnet. 1941 wurde das Stadion nach dem Leichtathleten Hans Braun in städtische Hans-Braun-Kampfbahn umbenannt. Im Herbst 1943 wurde das Stadion bei zwei Flächenbombardierungen schwer getroffen und im August 1945 als städtisches Stadion an der Grünwalder Straße wiedereröffnet. Als 1963 die Bundesliga in ihre erste Saison startete, wurde auch im Stadion an der Grünwalder Straße gespielt. Seit Sommer 1965, nach dem Aufstieg des FC Bayern, spielten sogar zwei Bundesligisten im Stadion. Es war jedoch absehbar, dass der Profifußball das Stadion an der Grünwalder Straße verlassen würde, da es Planungen für ein neues Großstadion gab. Nach der Vergabe der Olympischen Spiele 1972 im Jahr 1966 an die Stadt München wurde der Plan schließlich im Olympiapark realisiert. 1973 beschloss der Münchner Stadtrat, das Stadion für den Schul- und Breitensport auszubauen, dabei aber den Charakter eines Fußballstadions zu erhalten. Im Dezember 1976 beschloss der Münchner Stadtrat die erneute Ausrichtung des Grünwalder Stadions auf den Profisport. Bis 1991 waren am Stadion nur wenige notwendige Reparaturen durchgeführt worden. Nach dem Aufstieg des TSV 1860 in die zweite Bundesliga im Sommer 1991 mussten die im Vergleich zur Bayernliga strengen Sicherheitsauflagen erfüllt werden. Der TSV 1860 drängte bald auf eine Sanierung und Ausbau des Stadions. Nachdem Bayern-Manager Uli Hoeneß im Sommer 1991 jedoch erstmals davon sprach, ein gänzlich neues Stadion zu bauen, wurden die Planungen wieder zurückgestellt. Am 3. Juni 1995 fand das letzte Bundesligaspiel, am 22. Mai 2005 das letzte Zweitligaspiel im Stadion statt. Nach Eröffnung der Allianz Arena war das Stadion an der Grünwalder Straße nur noch das drittgrößte Stadion in München. Im Gegensatz zum Olympiastadion wurde aber weiterhin darin Fußball gespielt. Bis zur endgültigen Beendigung des Spielbetriebs nach der Spielzeit 2009-2010 sollten nur noch die nötigsten Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Viele Fans und Anwohner befürworteten trotz des angedachten Abrisses den Erhalt des Stadions. Vor allem Anhänger des TSV 1860 machten sich für einen Erhalt stark. Im Dezember 2009 beschloss der Münchner Stadtrat, das Stadion drittligatauglich zu sanieren. Erst- und Zweitligaspiele im Stadion schloss der Stadtrat mit seiner Entscheidung für die Zukunft jedoch aus. Das städtische Stadion an der Grünwalder Straße
hat eine Kapazität von 15.000 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 6.000 Sitz- und 9.000 Stehplätze. Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 10 und 38 Euro. Wie immer noch ein paar Hinweise zur Anreise. Zunächst für die Anreise mit dem Auto. Wenn ihr aus Richtung Stuttgart über die A8 anreist, wechselt ihr am Autobahnkreuz München West auf die A99 Richtung Lindau. Autobahnkreuz München Südwest erreicht ihr die A96, die ihr Richtung München Zentrum folgt. Am Autobahnende orientiert ihr euch an der Beschilderung Richtung Salzburg und fahrt über den mittleren Ring bis zum Candidplatz. Das ist die Ausfahrt Grünwald. Kommt ihr über die A8, A995 aus Richtung Salzburg-Innsbruck, fahrt ihr am Autobahnende der A995 direkt auf den mittleren Ring. Dann wieder die Abfahrt Grünwald nehmen. Bei Anreise über die A9 aus Richtung Nürnberg oder der A92 aus Richtung Deggendorf wechselt ihr am Autobahnkreuz München Nord auf die A99 Richtung Salzburg. Dann geht es am Autobahnkreuz München Süd auf die A995 Richtung Giesing. Dann weiter wie eben von mir beschrieben. Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln könnt ihr mit der U-Bahn-Linie 1 bis zur Haltestelle Wettersteinplatz oder Candidplatz fahren. Alternativ fahrt ihr mit der U-Bahn-Linie 2 bis zur Silberhornstraße. Von den Haltestellen ist das Stadion fußläufig zu erreichen. Wenn ihr die Straßenbahn nutzt, fahrt ihr mit den Linien 15 oder 25 bis zu den Haltestellen Tegernseer Landstraße oder Wettersteinplatz. Mit der Metrobuslinie 54 oder den Expressbus 30 könnt ihr bis zu den Haltestellen Candidplatz oder Tegernseer Landstraße fahren. Tages- und Dauerkarten gelten als Fahrausweis im Gesamtnetz der Münchner Verkehrsbetriebe. Einen Link mit weiteren Hinweisen zur Anreise mache ich wie immer unten in die Beschreibung. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Zum Schluss wie immer noch meine Bewertung des Besuchs. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass die Bewertung nur meinen Eindruck des Besuchs widerspiegelt. Andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Bevor ich jetzt aber loslege, noch eine kleine Anmerkung zum Besuch. Leider war es mir nicht möglich, das komplette Spiel anzusehen. Da die Lautsprecheranlage im Stadion nicht funktionierte, wurde das Spiel mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Dadurch musste ich schon zur Halbzeit gehen, weil ich sonst meinen Heimzug verpasst hätte. Leider erfolgten vor dem Einlass keinerlei Durchsagen, weshalb sich der Einlass verzögerte. Das empfand ich als sehr schade. Die Gründe für die Verzögerung und wann es denn endlich losgeht, erfuhr man von anderen Zuschauern. Da geht definitiv mehr. Positiv war aber, dass es unter den Zuschauern sehr entspannt zuging. Jetzt aber los. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Vom Hauptbahnhof aus sind es ca. 20 bis 25 Minuten mit der U-Bahn. Auch die Haltestellen anderer Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe. Für die Anreise mit dem Auto sind jedoch nicht genügend Parkplätze vorhanden. Gerade für Gästefans ist das nicht ganz ideal. Daher 8 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war einfach sehr gut. Für die volle Punktzahl hätte das Stadion aber ein Hexenkessel sein müssen. Das war leider nicht der Fall. 9 von 10 Punkte. Stadionmenü. Über 10 Euro für die Leberkässemmel und das Bier. Das fand ich dann doch schon recht teuer, obwohl beides gut geschmeckt hat. Außerdem gibt es keine Ablagemöglichkeiten bzw. Abstellmöglichkeiten für sein Getränk und sein Essen. Auch aufgrund des hohen Preises 7 von 10 Punkte. Sicht. Die Sicht ist auf einzelnen Plätzen aufgrund der Bauweise der Tribünen und des Zauns am Spielfeldrand teilweise eingeschränkt. Da auch dieses Stadion ein reines Fußballstadion ist, sitzen die Zuschauer aber recht nah am Spielfeld. 7 von 10. Stadion. Das Stadion ist ein reines Fußballstadion ohne großen Komfort und man merkt trotz der erfolgten Renovierungen, dass es ein gewisses Alter hat. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn das Stadion hat dadurch seinen Charme und die Stimmung ist sehr gut. Negativ ist das mit den Parkmöglichkeiten für Pkw und dass es keine Ablagemöglichkeiten für seine Getränke und Essen gibt. 8 von 10 Punkte. Insgesamt kommt damit das städtische Stadion an der Grünwalder Straße auf 39 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 13. Die vollständige Liste mit allen Platzierungen und Bewertungen findet ihr in der Beschreibung. Und damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst es, wenn dem so ist, lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Stadiontester.